Captain! Hey, halt, halt, halt! Das ist ein Tatort hier, können Sie nicht durch. Ja, ich weiß, deshalb bin ich ja hier, ich bin von der Polizei. Könnte ich dann den Dienstausweis einmal sehen? Ja, klar. Alles klar, danke. Seit wann kommt ihr alleine zum Tatort? Ja, das frage ich mich auch. Naja. Jedenfalls hätte der Tote keinerlei Papiere bei sich, kein Handy. Todesursache ist wahrscheinlich ertrinken. Okay. Könnte auch eine Alkoholvergiftung sein. Äußerliche Gewalteinflüsse haben wir jetzt nicht feststellen können soweit. Aber dann wie gehabt immer alles erst nach der Autopsie. Los. Ich hab dich fünfmal angerufen. Ist so schwer, mal ans Telefon zu gehen. Ich hab auf die Uhr geguckt, eine Stunde vor Dienstbeginn, ey. Es wurde eine Leiche am Neckar gefunden und eine weitere Person wird vermisst. Hopp, wir müssen los, anziehen, okay. Los geht's. Aber wir nehmen mein Auto. Ist mir scheißegal, beeil dich nur. In der Nähe, wo angeblich vor 5 Jahren schon einmal ein Mädchen das letzte Mal gesehen wurde. Das Mädchen wird bis heute vermisst, doch die Polizei hat die Suche eingestellt. Wie, also da ist damals schon mal jemand an genau der gleichen Stelle verschwunden? Ja, und? Ja, erzähl mir mal was darüber. Naja, ich weiß, dass der Zöllner, der damalige Chef, der hat da nicht so viel drüber geredet. Es war ihm Dorn im Auge, dass er den letzten Fall kurz vor seiner Pension nicht lösen konnte. Okay, und dann? Naja, so genau weiß man es ja nicht, sonst wäre der Fall ja gelöst. Man weiß nur, eine Gruppe von Freunden war im Wald campen, ein Mädel geht zwischen die Büsche pinkeln und naja, seitdem ist sie halt vermisst. Und weiter? Naja, und weiter, das sind jetzt echt polizeiinterne Informationen. Ich will nicht, dass da irgendwas beim nächsten Mädelsabend ausgeplaudert wird, okay? Ich bin genauso Polizistin wie du. Also ich bin mit der Rechtslage schon vertraut, keine Angst. Ja gut, also die Freunde meinten noch, sie hätten irgendwie einen lauten Knall gehört, sowas wie ein Schuss oder sowas. Aber naja, ist auch nicht weiter von wunderlich. Ich meine, in der Dämmerung im Wald und zu der Jahreszeit sind eh viele Sauen unterwegs. Ahnung, da muss man doch ein bisschen ermittelt haben in dem Fall, oder? Naja, klar haben wir ermittelt, aber naja, das Mädchen ist und bleibt verschwunden und verschwunden ist auch die Akte unterm Berg aus noch mehr Akten. So läuft es bei uns hier im Revier. Es wirft kein gutes Licht auf uns, deswegen lass da nicht so viel drüber reden. Und Ende der Geschichte jetzt. Verdammt nochmal. Verdammte Misku muss sich auch besoffen im Wald verirren. Ich meine, der Kollege ist ja netterweise noch im Fluss zu uns getrieben, oder? Also ich finde, über sowas sollte man echt keine Witze machen, vor allem nicht in unserem Beruf. Mein Gott, Frau, reg dich ab! Besser wir finden den Jungen, sonst macht der Chef uns die Hölle heiß. Alter, lauf mal ein bisschen schneller, ich will schon vor Sonnenuntergang da oben sein. Wenn du nicht so lange mit deinem Schatzi telefoniert hättest, würde ich schon längst das erste Bier trinken. Ja, Schatz, nein, Schatz, mach ich, Schatz, natürlich, Schatz. Wochenende und dann salzt sie mich voll. Oh, dem seine Bolognese ist so gut. Der lässt die 24 Stunden einziehen. Als ob meine Bolognese nicht so gut wäre, Mann. Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns aufteilen. Dann suchst du da hinten weiter und ich gehe in die Richtung lang. Dann kann man auch früher Feierabend machen. Du passt mir auch. Dann gucke ich da hinten beim Auto, okay? Mhm, alles klar. In der Stunde wieder am Auto. Alles klar, Chef. Was denkst du? Ach, nichts Besonderes. Ob ich die Nacht mit dir in der Scheißhütte verbringen werde. Ist mir schon klar, dass du wieder was auszusetzen hast, aber schau mal.
habe uns was Feines aus meinem Keller mitgebracht. Was ist das denn? Willst du uns umbringen? Das ist eine kleine Wegzehrung, bis wir bei der Hütte sind. Das schmeckt ja grauenhaft. Mal ehrlich, woher hast du das Zeug? Ja, das ist unserem Keller, habe ich doch gesagt. Ja, schon, aber was ist das? Mirabelle? Also, das hat mein Onkel vor Ewigkeiten schwarz gebrannt, okay? Und wurde dann erwischt. Weißt du, mein Onkel. Der Jäger? Ja, genau der. Und der bunkert jetzt so das restliche Zeug in unserem Keller und weil den sonst niemand trinkt, habe ich gedacht, ich fülle uns da was ab. Ja. Ach, ist echt widerlich, das Zeug, Mann. Das kann man kaum trinken. Oje, Max, ist es schon wieder soweit? Das kenne ich besser von dir. Oh Mann, ey, bist du wirklich schon raus? Ah, komm her, Digga. Ah, wir haben es gleich geschafft, ey. Komm, komm, komm. So, geht's dir gut? Ist alles okay? Es ist so dunkel. Warum ist es so dunkel? Ja, hast schon recht, ne? Oh. Alter, jetzt fährt's mir auch mega im Magen rum. Oh, Alter, Max, gib mir mal das Wasser. Max? Max? Max! Mann, Max! 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 Hallo? Hallo? Entschuldigung, ich bin von der Polizei. Ich suche nach einer vermissten Person. Hallo? Hallo? Bleiben Sie bitte mal kurz stehen.
Hey, danke. Nein! Mann! Das sind doch Beweismittel! Das ist ja gut, was ist denn los? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Alles gut bei dir? Die verschwundene Person damals, wo war das? Was ist denn mit dir los, ey? Die ist verschwunden, hab ich dir doch gesagt. Verdammt nochmal, wo ungefähr wurde sie das letzte Mal gesehen? Hä, hey, was ist denn los mit dir? Die war da bei der Waldhütte und hat da gekämpft, denke ich. Keine Ahnung. Denkst du oder weißt du? Weiß ich. Was ist denn mit dir los? Hast du irgendwas gefunden oder so? Welcher Jäger ist für das Revier hier zuständig? Was für ein Jäger? Was redest du denn? Verdammt nochmal! Ich mache einfach nur meinen Job. Wir sind hier doch auf dem Land. Hier kennt doch jeder jeden. Vielleicht kann uns ja der Jäger weiterhelfen. Der Jäger? Das ist der Arno. Also, ich kenne den Typ doch. Ich dich noch einmal besoffen am Steuer erwischen, Mann. Am Abend, da das Mädchen verschwand. Er war auch da. Geht es nicht? Ich bin jetzt bei der Polizei. In seiner Jacke. Aber ich dachte, ist ja nicht weiter verdächtig bei einem Jäger, oder? Von was redest du? Wie konnte ich nur so blind sein? Ich verstehe nicht, was du meinst. Hallo! Hallo? Morgen, Partner. Na, hab ich dich geweckt? Nee, alles gut. Ich konnte eh nicht pennen. Was gibt's denn? Du, der Chef hat angerufen. Ein Angler hat eine Leiche im Neckar gefunden, in der Nähe per Stuckbock und eine weitere... Hallo? Hörst du mich? Hallo? Ach, hat er jetzt echt aufgelegt oder was? Ich liege im Gras und bin einfach nur glücklich. Vielleicht ist es die Gewissheit, dass Wochenende ist, dass alles kann, nichts muss. Vielleicht ist es das Serotonin in meinem Körper, das durch die Sonne auf meiner Haut ausgeschüttet wird. Vielleicht weiß ich, dass das Leben schön ist. Vielleicht habe ich auch nur an etwas Schönes gedacht. Vielleicht. All das kann sein.